Der beste Monatsumsatz war da so knappe 30, weil ich das lebende Beispiel dafür bin, dass es funktionieren kann. Wenn man da Bock drauf hat, dann ist das auf jeden Fall eine geile Nummer, dann halt eben jemanden an der Hand zu haben, der einem auch erklären kann, wie es funktioniert. Ich bin heute hier in Mainz und besuche heute den André von der AXA. Der hat unser Consulting-Programm durchlaufen und ich freue mich sehr, André, dass wir heute hier zusammensitzen und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Erzähl doch einfach mal, stell dich mal vor und was ist auch so dein USP oder deine Positionierung? Also erstmal mega gerne. Also die Zeit nehme ich mir, muss ja auch irgendwie meine Dankbarkeit mal zeigen, weil hat ja funktioniert, was du machst. Ja. André, das ist mein Name. So, wir haben hier gemeinsam eine AXA-Agentur in Mainz und ja, ich selber trete gar nicht so unter dem AXA-Logo, sondern eher unter dem DBV-Logo, also Deutsche Beamtenversicherung, auf, weil meine Zielgruppe die Lehrer sind, beziehungsweise angehende Lehrer, Lernstudenten, Referendare, und dann logischerweise begleite ich die auch. Ja. Sehr cool. Viele können sich ja unter der gemeinsamen Zusammenarbeit das gar nicht so richtig vorstellen, was wir auch mit den Finanzberatern oder Versicherungsmaklern machen. Wie würdest du das denn so für dich beschreiben, wie wir das Ganze mit den Leuten umsetzen? Also erstmal Umsetzung kann ich schon mal vorweg sagen, total gut. Also ihr müsst ja irgendwo ansetzen und euer Ansatz ist ja zu sagen, okay, einmal persönlich mit mehreren Calls die Woche, dass man in den persönlichen Austausch gehen kann. Das war für mich auch mit das Wichtigste, dieser Sparrings-Effekt, so nenne ich den. Also, dass ich einfach jemanden habe, der es noch besser kann als ich, den ich fragen kann. Weil nur wenn ich denke, irgendwas ist cool, heißt es halt nicht, dass es dann auch für andere cool ist. Ne? Das ist so das eine. Und dann halt eben auch begleitend diesen Kurs, ja, Masterclass oder wie auch immer man die Sachen halt eben nennt, so einfach, oder Webinare, die man sich halt eben rund um die Uhr angucken kann. Na, das heißt, dass man einfach so verschiedene Lernetappen hat, dass man sich da so durchhangeln kann und da dann halt einfach sein Wissen mit aufbauen kann und dann Schritt für Schritt das dann auch umsetzen kann, was ihr macht, und dann immer wieder diese regelmäßigen Updates hat. Ja, und was sind so deine persönlichen Erlebnisse, die du jetzt auch aus der Zusammenarbeit mit meinem Team und mit mir seit der Zusammenarbeit mitnehmen konntest? In Sachen Zusammenarbeit, also fand ich wirklich positiv, dass, also das ist auch das, was ich mir wünsche. Ich hatte letztens gerade bei meinem Internetanbieter irgendwann um 0.40 Uhr abends angerufen und habe dann direkt eine Antwort bekommen, war jemand dran. Und genau das Gleiche war eigentlich auch bei euch. Das heißt, diese kurzen Dienstwege, ne, also da ist kein riesen Verwaltungsapparat hinten dran, sondern ihr seid halt einfach da. Und das merkt man, ob das dann der Live-Call ist, in den man reinkommt und dann einfach auch direkt jede Woche oder mehrmals wöchentlich seine Fragen stellen kann. Das war für mich mit das Geilste, was es halt eben gibt. Weil wenn ich eine Sache gut finde, dann sind es schnelle, unkomplizierte Lösungen. So, alles andere geht mir voll auf den Sack. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist eigentlich das Beste, was mir da halt eben passieren konnte, dass man wirklich jemanden hat, der kompetent ist und da ist. Das sind die zwei wichtigen Sachen, ja. Ja, cool. Und wenn du das jetzt mal so vergleichst vor der Zusammenarbeit und nach der Zusammenarbeit, wie haben sich deine Ergebnisse dort verändert? Also die Ergebnisse sind zum Glück besser geworden, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ja. Also das Ganze hat mir halt einfach geholfen, meinen Findungsprozess, würde ich das jetzt mal beschreiben, einfach abzuschließen. Bedeutet, oder viel, viel weiter zu kommen, abzuschließen. Jo, ich bin immer noch dabei, das Ganze weiter auszubauen. Aber es hat mir auf jeden Fall das geholfen, das viel, viel besser zu kanalisieren, dass man da einfach versteht, worauf es ankommt, und dann einfach immer viel tiefer in das, ja, das, was du machst, diese Nischenspezialisierung, dieses Thema Branding auch mit aufzubauen und zu leben und da halt einfach voranzukommen. Also die Ergebnisse, die sind deutlich besser geworden, weil ich halt einfach auch selber deutlich besser geworden bin durch euch, durch auch Eigeninitiative, aber halt eben durch euch angeregt. Ne? Also das ist das A und O. Auch wenn man vielleicht manche Sachen schon kennt, dass man doch irgendwie Impulse bekommt, die einen auf eine neue Idee bringen, irgendwas umzusetzen. Ja. Und was würdest du sagen, war dein höchster Monatsumsatz, seitdem du bei uns im Consulting mit dabei warst? Ich habe tatsächlich mit Zahlen gar nicht so viel am Hut, bin ich ehrlich. Da lege ich gar nicht so viel Wert drauf. Ich habe aber einen Monat, das war halt am Ende, weil es einfach dann geballt kam, das war ein Monat mit bei mir knapp 30.000. Cool. Das war ganz gut.
So. Ja, das war natürlich der beste. Ja, ja. Es gibt auch andere Monate. Ja. Aber ja. Ja. Und wenn du deine Zahlen vergleichst, bevor du das mit uns gemeinsam gemacht hast und nachdem du mit uns zusammen aber gearbeitet hast, wie hat sich das bei dir verändert? Ich habe ja gesagt, bin ich so gut da drin, aber ich meine, ich merke das ja trotzdem, klar. Das ist ja auch ein Thema, ne? Wenn man im Finanzdienstleistungsbereich arbeitet, muss man sich irgendwo schon mit Zahlen auseinandersetzen. Ja. Die Zahlen sind auf jeden Fall immens gestiegen, ne? Also die Produktionszahlen, die Stückzahlen sind auch, keine Ahnung, wirklich, also gut, liegt aber auch so ein bisschen an meinem Geschäftssegment, auf jeden Fall weit mehr als vervierfacht, um ehrlich zu sein. Ja, cool. Das ist echt schon eine Hausnummer. Ja, das heißt, auch für die Zukunft habe ich natürlich jetzt den Grundstein gelegt und da dann auch Sachen, die ich gesät habe, ne, bei den Lehramtsstudenten jetzt im Speziellen, ja, dass man danach dann halt eben auch ernten kann. Ja. Sehr cool. Und wie bist du damals auf mich aufmerksam geworden? Gute Frage, nächste Frage. Mittlerweile ist schon verdammt lange her. Ja. wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Im Endeffekt, ich glaube, ich habe dich 100.000 Mal gesehen auf meinem Handy halt eben. Mhm. Also Werbeanzeigen kannst du anscheinend. Ja, so, ja. Also Retargeting und was weiß ich, wie man das alles nennt. Gut, mittlerweile weiß ich es ja. Ja. Es läuft auf jeden Fall. Also ich habe dich in den verschiedensten Varianten gesehen, ob das jetzt irgendwie ein Report war, ob das eine Bildanzeige von dir war, ob das eine Videoanzeige von dir, wo ich dich auch persönlich erlebt habe, mhm, oder dann tatsächlich auch irgendwie im Chat per LinkedIn, meine ich sogar, mhm, dass wir da miteinander mal geschrieben haben, also so bin ich auf dich aufmerksam geworden und dann nach dem 10. Mal dachte ich einfach, okay, jetzt da musst du halt auch mal was machen. Ja, ja. Ja. Glaubst du, dass du ohne die Hilfe durch mein Team oder auch durch meine Hilfe jetzt dort stehen würdest, wo du mittlerweile stehst? Ich würde mir wünschen, ja zu sagen, aber ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass ihr einen ordentlichen Teil dazu beigetragen habt, mhm, deinen Anstoß in die richtige Richtung zu geben. So, das ist auch das beispielsweise, wenn die Leute mich fragen, wenn ich das einsetzen darf. Mhm. Ihr alleine macht nicht den Erfolg aus. Das, ja, sind immer beide Seiten, die funktionieren müssen. Ja. Das heißt, wenn jemand zu euch kommt, aber gar keinen Bock hat, dann wird er auch nicht erfolgreich werden. So, ja. Das ist halt einfach so. Ja. Aber weil ich wirklich selber Bock hatte, hat das total gut funktioniert. Genau, es ist wichtig, dass man es halt selbst umsetzt schlussendlich, weil nur Wissen halt zu kriegen ist, aber nicht umzusetzen, ist ja wie im Vertrieb, zu wissen, wie man verkauft, aber nicht zu verkaufen, bringt einem auch nichts. Ja. Genau, deswegen braucht man da halt jemanden, der ja da halt auch hinterher ist und einem dabei hilft schlussendlich. Ne? Sehr cool. Was war denn so der erste Eindruck auch von mir oder auch von meinem Unternehmen, als du so ja das erste Mal dort mit in Kontakt getreten bist? Wie sagt man, stets bemüht. Ja. Nee, also ich fand es total sympathisch. Ne? Es war einfach locker. Mhm. Ich selber bin auch in meinen Beratungen und in meinen Kundengesprächen total locker. Ich sage immer, ich habe keinen Stock im Arsch. So, ich bin halt so, wie ich bin. Ich meine, die Leute, die sehen mich hier, ich habe ein T-Shirt an und sonst irgendwie. Ich bin nicht dieser klassische Versicherungsvertreter mit Anzug und Co. Genauso habe ich euch auch empfunden, dass, ja, ihr einfach locker seid, dass ihr aber auf der anderen Seite kompetent seid. Ne? Mhm. Also man muss sich die Kompetenz nicht anziehen, sondern man hat sie halt einfach und verkörpert sie. Mhm. Und das war halt auch der erste Eindruck, den ihr gemacht habt. So, es war ein klarer Fahrplan da, ihr wisst, was ihr tut. Ja. Und dann muss man halt einfach sich an die eigene Nase fassen und sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Ja. Ja. Warst du skeptisch, als du das ganze Thema dann für dich angegangen bist? Skeptisch, ja, grundsätzlich schon. Also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nö. Also man macht sich ja immer seine Gedanken, gerade wenn man auch Geld für irgendwelche Sachen ausgibt, wo man ja keine Erfahrungswerte hat, aber man kann es ja nicht großartig irgendwie vorher testen und dann wieder zurück und so, entweder man macht es oder man macht es nicht. Skeptisch, aber weniger wegen dir selber oder wegen deinem Team, sondern eher wegen der Branche. Also dieses generelle Vertrauensthema halt eben, ja, ich habe irgendeine Werbeanzeige gesehen, klicke ich da jetzt drauf und gebe da ein paar tausend Euro aus, so nach dem Motto. Und halt einfach, weil ich in der Vergangenheit auch schon vieles gehört habe oder auch selber getestet habe und da viele Pappnasen mit dabei gewesen sind. Also die halt einfach reinscheißen, so die, ja, nichts auf die Kette bekommen. Ja. Und das hat sich dann aber schon irgendwo auch gedreht, nachdem ich mich halt mit dir dann auch beschäftigt habe. Also das war halt mir halt wirklich wichtig in dem Zusammenhang, dass du daher kommst, wo ich gerade stehe. Ja. Das heißt, du kennst meine Situation als Finanzdienstleister oder Finanzdienstleisterin und das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die muss es ja können. So, und dann habe ich halt gesagt, okay, let's go. Cool.
Cool. Also das war wirklich so das Thema, dass ich gesehen habe, okay, die kommt, die hat Ahnung von der Materie, wir sprechen die gleiche Sprache. Das war das Wichtige. Ja. Das ist natürlich auch immer das, was wir gestellt kriegen. Was unterscheidet euch so vom Rest? Weil mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr viele, die auch im Online-Marketing tätig sind, die selbst noch nie irgendwie selbst für sich Werbekampagnen geschaltet haben, aber schlussendlich anderen dabei helfen wollen, das Ganze aufzubauen. Was würdest du denn sagen, ist unser USP oder weswegen unterscheiden wir uns von anderen Marketingagenturen oder auch anderen Online-Marketern und weswegen sollte man zu uns kommen? Ja, also kann ich eigentlich nur an das, was ich davor gesagt habe, anschließen. Also das, was mich wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich kaufe bei dir und nicht bei irgendwem anders, ist das Thema gleiche Sprache sprechen. Ja. Also weil ich weiß, du kommst aus dem Segment, in dem ich mich gerade befinde. Du hast da nachweislich deine Erfolge erzielt. Das heißt, du hast Ahnung von dem, wie es läuft, ne? Wie man Versicherungen verkauft, wie man berät, wie man Kunden betreut und wie man halt neue Kunden gewinnt. Ne? Das ist ja die Krux an der Geschichte, weil am Ende ist es immer so, ja, verkaufen kriegt man dann schon irgendwie hin, aber wo kommen eigentlich die Leute her, denen man verkaufen kann? Ja. Und da habe ich halt einfach gesagt, okay, das finde ich geil. Ne? Ich muss nicht irgendeinem Marketing-Fuzzi erklären, wie mein Job funktioniert, dass der irgendwie auch nur annähernd versteht, um was es bei mir geht, sondern ich rede mit der. Ich kann irgendwelche Fachidiotenbegriffe benutzen und die weiß genau, was Sache ist. Ne? Ja. Das war wirklich das, wo ich gesagt habe, okay, finde ich geil. Ne? Also ich muss nicht irgendwem eine Schulung selber geben, damit er überhaupt verstehe, wie ich denke. So, und das war für mich der größte Vorteil. Zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es soll einfach sein. Ja. Und das war für mich die einfachste Lösung und aber auch sinnvoll, die Lösung. Ne? Ja. Und das ist meines Erachtens mit euer USP, gerade in dieser Kaufentscheidung. Sehr cool, sehr cool. Und was würdest du sagen, was war der beste Moment oder die besten Key-Learnings bei uns im Consulting? Die besten Key-Learnings? Das ist echt schwierig, die Frage. Das ist echt schwierig. Oder der beste Moment oder der Aha-Moment. Was war der Aha-Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's wirklich in eine andere Richtung? Also, es waren mehrere Sachen, wie du eben schon gesagt hast. Also der Aha-Moment ist so, sich wie nennt man das? Zu denken, man kann alles besser. Das abzulegen. Oder man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. So bin ich grundsätzlich eh schon nicht so. Aber auch da wieder dieser Aha-Effekt war wieder dieses Sparrings-Thema. Ne? Also ich habe da jemanden, der mir ein Feedback geben kann. Ja. Und zu sehen, scheiße, er hat ja recht. Da gibt es noch so viele Sachen, an die ich gar nicht vorher gedacht habe. Also den Blick weg von diesem Tunnelblick hin in die Breite zu verstehen, okay, was interessiert denn nicht nur mich oder was denke ich, was ist cool, was kommt da an, sondern wie du auch vorhin schon gesagt hast, test es doch einfach. Ja, ne? Ja. Also lass doch mal die anderen, im Idealfall deine Zielgruppe entscheiden, ist es gut oder ist es nicht gut. Das war so mit einem Schlüsselmoment und dann halt wirklich Impulse in Sachen Umsetzung, auch im Technischen, ne, zu sagen, okay, das ist gut, weil das bringt das, das ist geil, weil die Webseite hier in dem Segment so aufzubauen, bringt da was mehr. Also sich auch in diese technische Ebene halt eben reinzufuchsen. Das war auch so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir auch Spaß und es bringt halt einfach was, dass man nicht eine Sache aufsetzt und sagt, okay, die ist fertig, sondern diese Sisyphus-Arbeit, da haben vielleicht manche keinen Bock drauf, aber die Erfolgreichen, die machen genau das. Die haben dieses Projekt und das geht immer weiter. Und das war so auch dieser Aha-Moment und das ist ja auch das, was sich durch euer Coaching durchzieht, dass diese stetige Optimierung auch bei euch selber, ne, ihr hört ja auch nicht einfach auf, ihr seid ja auch nicht mehr auf dem Stand 2019, sondern ihr seid auf dem Stand 2000, was haben wir? 22. So, und seid halt eben jetzt hier so, das, was heute relevant ist. Und das ist das, was man da wirklich checken muss, dass es hier nicht diese Blaupause gibt, die man über alle drüber legen kann, sondern halt wirklich sagt, okay, hier, da musst du auch was machen. Ja. Und nicht sich dann halt eben auf Sachen ausruhen. Das ist, würde ich schon so als mit die größten Schlüsselmomente da bezeichnen. Das zu verstehen, das zu realisieren, was da überhaupt abgeht. Ja. Sehr cool. Jetzt hast du mir ja auch erzählt, du steigst hier in die Agentur mit ein. Heißt, du wirst vom Berater auch mit zum Teilagenturinhaber, wenn man es so nennen kann. Meinst du, dass unser Consulting da auch einen maßgeblichen Einfluss zu hatte?
Muss ich auch wieder an meine Antwort davor. Ne? Also es gibt ja im Versicherungsbereich oder Finanzdienstleistungsbereich den Satz, wer schreibt, der bleibt. Ne? Oder wer Zahlen bringt, der kann gefühlt machen und tun, was er will. Und das ist natürlich auch mit eine Verhandlungsposition, in die ich mich dann halt eben reingearbeitet habe. Ja, logischerweise mit euch, durch euch, dass ich die entsprechenden Zahlen oder auch kreativen Ideen, um eine Agentur voranzubringen. Das ist ja nicht standardmäßig, dass irgendwer auf einmal mit einem Konzept um die Ecke kommt, wo er dann jede Woche 10 Neukunden gewinnt oder so. Das ist, finden ja Agenturen oder Konzerne finden das ja total geil. Und dann ist ja im Umkehrschluss, hat man eine ganz andere Position und sagt, okay, cool, den wollen wir behalten, den wollen wir fördern. Das ist natürlich, ne? Also klar, auf jeden Fall. Ja, sehr cool, sehr cool. Wie fühlt es sich denn so für dich an, bei uns Kunde zu sein? Weil viele können sich das ja auch nicht so vorstellen oder sind ja auch sehr skeptisch. Mhm. Was meinst du, was ist das für ein Gefühl, wenn man halt reinstartet? Hast du ja selbst gesagt, hey, du warst selbst skeptisch. Ja. Es hat sich aber viel dadurch bei uns verändert. Wie fühlt es sich denn so an? Wie fühlt es sich an? Gut fühlt es sich an. So, also man ist ja, ich meine, wir sind ja immer noch in Kontakt. Man haben ja angefangen irgendwann 2009. Ich glaube, es war 2021, Anfang 2021. Echt? Ja, stimmt. Ja. Es war 2020, da hatte ich die Kaufentscheidung getroffen, dann zum Jahreswechsel, genau. Wie fühlt sich das an? Also nach wie vor gut. Also ich meine, wir sind im Kontakt, du bist immer da, du hilfst einem weiter. Das ist ja das, was ich auch meinte, so diese, das hört sich ein bisschen komisch an, diese Geborgenheit, nee, nicht Geborgenheit, einfach diese gute Betreuung, so wie sich mein Kunde von mir wünscht, betreut zu werden, so machst du es auch und bist halt einfach da, wenn man dich braucht. So, es muss nicht 24/7 rund um die Uhr, musst du mir am Hintern kleben, sondern wenn ich was hab, dann frage ich und dann kommt auch was. Sehr cool. Jetzt gibt es ja immer noch die Skeptiker, die irgendwie denken, okay, Online-Marketing funktioniert nicht für die Finanzbranche. Du bist jetzt auch das lebende Beispiel, ich ja nun mal auch, dass es halt wirklich funktioniert, wenn man Finanzberaterin ist, dass man Kunden gewinnen kann. Was würdest du denn diesen Skeptikern oder diesen noch nicht daran glauben, dass es wirklich funktioniert, was würdest du denen mitgeben, um diesen Menschen auch Mut zu machen, diesen Schritt zu gehen? Also das ist eine Sache, die habe ich auch bei unserer Jahresauftaktveranstaltung gesagt, wo ich diesen Preis da verliehen bekommen habe, den Digital Award. Also jeder, der es nicht macht, ist halt selbst dran schuld. Ne? Also ich habe so diese Devise mit von einem Agenturinhaber hier übernommen, so das eine machen, ohne das andere zu lassen. Mhm. Also es soll ja nicht heißen, dass man irgendwie seine bestehenden Konzepte komplett über Bord wirft. Mhm. Aber man sollte die Augen nicht verschließen vor dem, was aktuell passiert und was die Zukunft bringt. Und das ist halt meines Erachtens einfach dieser Online-Markt. Und wer sich da halt nicht bewegt, der ist halt nicht präsent. Ja. Und wer da nicht zu sehen ist, der wird da auch keine Kunden gewinnen. Und ich für mich hatte halt in Corona die Entscheidung getroffen, das zu machen. Es war für mich halt, ja natürlich privat, war Corona scheiße, klar. Mhm. Aber auf geschäftlicher Ebene war das das Beste, was passieren konnte. Und ich kann nur den Tipp geben an jeden, so mach es, ansonsten wirst du da immer weiter ins Hintertreffen geraten. Und du hast ja eben auch schon gesagt, so es kann funktionieren. Mhm. So ich sage bewusst, es kann funktionieren, weil man echt viel dafür machen muss. Also es ist kein, auch du, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hast nicht für jeden direkt die Blaupause, wo du sagen kannst, ey, das machst du jetzt und dann läuft das Ding schon. Mhm. Also die Leute sollten auch, wenn sie zu dir kommen, mit der richtigen Erwartungshaltung zu dir kommen. Das sage ich auch immer, wenn mich wer fragt. Man muss sich da selber mit einbringen, man muss sich selber kennenlernen, man muss seine Zielgruppe kennenlernen und dann halt checken, wie das funktioniert, seine Zielgruppe richtig anzusprechen. Ja. Wenn man das dann gecheckt hat, dann kann man auch erfolgreich Werbekampagnen schalten, Leads gewinnen, Umsätze schreiben, Vertrauen aufbauen und die Kunden dann auch behalten. Ja. Würdest du sagen, dass wir die Kunden da abholen, wo sie stehen, auch wenn sie noch nicht richtig wissen, wer die Zielgruppe ist, dass wir auch bei diesem Weg helfen? Ja, das ist ja das, was bei mir passiert ist. Also auch da, das habe ich ja sogar schon in der Antwort mit genannt. Mhm. Dieser Findungsprozess, das ist ja das, was bei mir am Anfang irgendwie schon vor euch stattgefunden hat, aber der ja noch nicht abgeschlossen war oder noch nicht geschärft war, kanalisiert, wie auch immer. Ja. Und das war ja mit ein Kernelement von dem Ganzen, um diese PS überhaupt auf die Straße zu bringen. Ja. Ansonsten funktioniert das ja gar nicht. Wenn du selber nicht mal weißt, was du willst, ganz ehrlich, dann funktioniert ja gar nichts. Ne? Wenn du nicht weißt, wo du ankommen willst, dann kannst du auch nicht dahin kommen. Ne? Also ich habe mich ja auch im Rahmen von dem Coaching erstmal mit verschiedenen Sachen ausprobiert. Mal dies, mal das, mal jenes, so alles angefangen, aber nichts richtig gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, okay,
ja, funktioniert halt nicht. Ne? Also auch bei mir hat es ja nicht von Anfang an funktioniert, sondern ich musste erstmal checken, was will ich eigentlich und wo bin ich gut und mit wem kann ich. Mhm. Und das haben wir ja zusammen rausgefunden und dann ging es auch in die richtige Richtung und deswegen bin ich ja jetzt da, wo ich bin. Ja. Was würdest du sagen, weil das interessiert ja schlussendlich auch immer viele. Ich kriege immer oft die Frage gestellt, okay, was machen denn eigentlich deine Kunden? Wie viele Leads kriegen die denn so ungefähr rein? Was würdest du denn sagen, wie viele Leads kriegst du durchschnittlich rein oder gibt es auch mal Phasen, wie ist das aufgebaut? Natürlich, wenn man keine Werbung macht, ist ja auch klar, dass es dann weniger ist. Ja. Aber was würdest du sagen, was kann man wirklich so durchschnittlich erwarten? Ist natürlich nach je nach Zielgruppe auch unterschiedlich, aber so ein Durchschnittswert mal. Durchschnittswert ist echt schwer und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man als Lead definiert. Mhm. Ne? Ja. Also definiere ich jetzt, der klassische Finanzdienstleister denkt, Lead ist immer das, ich kaufe ein Lead, was weiß ich, 100 Euro für ein Stück oder 200 Euro und ich habe ein Verkaufsgespräch. Mhm. Aber ein Lead für mich zumindest kann ja auch schon kein kalter, sondern ein warmer Kontakt sein, wo ich mit der Person ins Gespräch gehen kann, weil sie sich irgendwas von mir runtergeladen hat, weil ein Chat auf Instagram entstanden ist, weil über die Homepage irgendwas von alleine reinkam, wo meine Anfrage gelandet ist. Und das geht von bis. Ne? Also meine Definition von Lead ist nicht dieses klassische Verkaufsgespräch und jetzt am nächsten Tag Abschluss, sondern etwas größer gespannt. Ne? Und da bin ich, also, kann am Tag 10, 20 Stück, geht schon so. Muss natürlich auf der anderen Seite auch das entsprechende Budget dafür hinten dran legen und auch gucken, in welchem Segment man unterwegs ist. Aber in meinem Segment funktioniert das schon. Aber auch da sage ich offen und ehrlich mit dazu, es sind keine 10, 20 Verkaufsgesprächs-Leads. Ne? Deswegen war mir das so wichtig, das da zum Ausdruck zu bringen. Aber aus diesen 10, 20 kann genau das entstehen. Mhm. Und zwar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Und das ist für mich wieder geil. Weil ansonsten an meine Agentur klopft keiner an und sagt, hey André, du bist so toll, heute schließe ich die Versicherung ab. Ja. Das passiert halt nicht mehr. Ja. Oder ist vielleicht auch noch nie passiert. Ja, schlussendlich sage ich ja auch immer, man muss da sein, wo die Zielgruppe schlussendlich unterwegs ist. Und du merkst es ja auch, die Lehramtsstudenten oder angehenden Referendare, die sind halt nun mal schlussendlich online unterwegs. Und wenn du dort die Kontakte abholst, dann liegt es ja natürlich auch daran, dass die Interessenten reinkommen und dann müssen sie natürlich auch abgeschlossen werden und nicht jeder kann ja auch schlussendlich heutzutage verkaufen. Würdest du sagen, dass wir bei diesem Prozess auch unterstützen, wie man diese Kunden abschließen kann? Auf jeden Fall. Also auch da habt ihr schon das ein oder andere mir mit an die Hand gegeben, wo auch mein, ich sag mal, Verkaufsprozess noch nicht so richtig rund war. Auch da wieder, wo ich dachte, ja, verkaufen, für was brauche ich die? So, das kann ich selber. Ja, aber auch da immer wieder, gerade auch in der Online-Welt, weil das war ja auch für mich neu, online zu verkaufen. Ne? Es ist irgendwo ähnlich, aber irgendwie auch doch wieder eine ganz andere Welt. Ne? Du sitzt vor einer Kamera, du sitzt, siehst ein Bildschirm, dass man dann auch da sieht, okay, wie reagiere ich denn auf eine Person, die dann keine Kamera anhat oder sonst irgendwie? Oder was kann ich in meinem Gesprächsverlauf noch mit einbringen oder welche Redewendungen, wenn es nur sowas ist, macht vielleicht Sinn, weil du auch die Zielgruppe kennst, um zu sagen, okay, das ist nochmal ein neuer Impuls fürs Verkaufen selber. Klar, also auch da unterstützt du und auch das hat wieder was gebracht für den Verkaufsansatz auf jeden Fall. Ja, cool. Würdest du mein Team und mich, also unsere Dienstleistungen, die wir anbieten, an andere Finanzberater oder auch Versicherungsmakler weiterempfehlen? Und wenn ja, warum? Ja, würde ich auf jeden Fall. Also habe ich ja auch schon mehrfach getan. Also deswegen, ich habe da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, das zu tun. Oder muss das widerwillig machen oder sonst irgendwie, sondern ich mache das gerne. Also ich kriege ja auch tatsächlich regelmäßig Anrufe, wo Leute irgendwie auf deine Homepage kommen, mein Testimonial schon sehen auf deiner Seite und mich da im Video reden hören. Und dann rufen die einfach an, jo André, ich bin der XY, du kennst mich zwar nicht, aber wie ist denn das eigentlich mit der Chill? Und dann rede ich auch mit denen, ich nehme dann auch immer die Zeit, da ein paar Eindrücke zu schildern. Und so wie ich es eben auch gesagt hatte, ist ja dieses Thema Erwartungshaltung, das versuche ich schon auch in dem Gespräch irgendwie reinzubringen, weil ich halt es echt falsch finde, jemanden zu dir zu schicken und zu sagen, das ist das Nonplusultra, du musst hier nichts mehr tun. Das ist es halt nicht, deswegen ist es ja ein Coaching und Mentoring und das bedeutet halt immer, du musst selber was tun. Und das versuche ich den Leuten in den Gesprächen halt schon auch klar zu machen, dass sie checken,
ich muss hier dann auch mal selber durch die Scheiße und ein bisschen ackern. Ne? Ja. So, und sonst geht das halt nicht. Ja, ich sage immer so, die Menschen, die Erfolge haben, die haben immer etwas dafür getan, um dort schlussendlich zu stehen. Und viele sehen immer nur dieses Ergebnis, aber betrachten halt nicht, welche Schritte notwendig waren. Und ich denke, da geben wir halt wirklich so einen Schritt-für-Schritt-Plan. Ne? Von wegen, es bringt ja nichts, hast du ja auch schon ausprobiert, irgendwo Werbebudget auf eine Zielgruppe zu schalten, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, wie man die richtig anspricht schlussendlich. Ja, kann man sich das Geld auch sparen. Ja. Das ist auch ein guter Punkt. Durch dich, durch deine Expertise auch in ganz vielen anderen, ja, du arbeitest ja mit sämtlichen Leuten zusammen, weil man ja dann Fehler nicht mehr selber machen muss, sondern du hast ja dann schon in der Vergangenheit für dich selber vielleicht auch schmerzlich in Erfahrung gebracht und weißt, okay, das kannst du direkt lassen, weil wir haben hier 10 Leute, die haben das versucht, die haben reingeschissen. So, da hat es nicht geklappt, so lass das, weil guck hier, ne, dass man an einer anderen Stelle anfängt, was Neues zu testen. Ja. Oder vielleicht auch ein erfolgsgeprüftes Konzept dann umsetzt. Ja. Sehr cool. Wenn jetzt auch jemand auf dich und deine Dienstleistungen aufmerksam geworden ist oder auch sagt, hey, ich bin vielleicht Lehramtsstudent oder Referendar oder möchte gerne auch mit dem André über Versicherung oder Absicherung, Vorsorge sprechen, wie kann man dich denn finden oder auch kontaktieren? Das ist mittlerweile echt zum Glück gut gewachsen. Also ich habe da mehrere Plattformen, auf denen ich unterwegs bin mittlerweile, weil digital ist nicht eine Plattform, sondern ganz viele. Also angefangen hat das alles mit Instagram. Da ist auch mittlerweile der Account echt richtig groß. Dann, was jetzt neu dazu gekommen ist, ist TikTok, weil ich selber ganz gerne rede. Was man vielleicht auch jetzt merkt, ist das Thema Podcast. Das war einfach so ein Hobby-Gedanke von mir, wollte ich schon immer mal machen. Dann dachte ich mir so, okay, warum kann ich das auch nicht für ein Segment einsetzen, was mir auch für meinen Job was bringt, womit ich auch Geld verdienen kann. Also es läuft natürlich überall, ne? Also ob das Spotify, iTunes, Deezer oder weiß der Geier was ist. Das heißt, wenn man den sucht, findet man dann auch meinen Podcast. Und dann ganz klar die klassische Homepage. So, und das sind so die 4, 5 Sachen, auf denen man mich aktuell findet. Beispielsweise jetzt natürlich mich privat findet man auf LinkedIn oder auch auf Xing, aber meine Zielgruppe halt nicht. Deswegen mache ich beispielsweise auf LinkedIn und Xing, da sind meines Erachtens nicht so viele Lehrer unterwegs, mache ich da halt auch nichts. Ne? Also ich muss auch zielgruppenspezifisch die Plattform für mich rausfinden. Also wo tummelt sich denn, wo tummeln sich meine Leute? Sehr cool. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir das einmal durchgesprochen haben. Und ja, für jeden, der halt irgendwie sagt, hey, ich will auch als Finanzberater oder Versicherungsmakler online Kunden gewinnen, braucht da Unterstützung bei oder möchte halt auch einen Weg haben, um das Ganze schlussendlich umzusetzen, kann sich natürlich gerne ein kostenfreies Erstgespräch buchen unter www.j-langwurst.de. Und falls man jetzt immer noch skeptisch ist und sagt, oh, ich weiß nicht so recht, dann kann man, wie gesagt, natürlich auch den André direkt kontaktieren. Der beißt auch nicht und teilt da auch noch mal gerne halt persönlich die Eindrücke mit. Auf jeden Fall. Also Skepsis, also entweder gerne mit mir sprechen, aber so Erstgespräch heißt Erstgespräch und nicht ich muss jetzt irgendwas kaufen Gespräch. Ja. So redet mit ihr, redet mit ihrem Team, kann ich nur so weitergeben, habe ich auch gemacht. Ja. Also, und ich lebe immer noch. So, also einfach machen. Sehr cool. Dankeschön. Gerne.